Hallo Leute, ich bin der Bert und willkommen zurück in der Wildnis. Thema heute, die Wurmfarm. Wir machen eine kleine Exkursion rein in das Thema nachhaltige Ernährung, schauen, wie das funktioniert und vielleicht kommen wir sogar auf das Geheimnis, um eine eigene Wurmfarm zu Hause anzulegen. Wenn euch das interessiert, dann bleibt jetzt dran. Servus, hallo. Hallo, grüß dich. Schön, dass du bist. Super, ja, wir haben es endlich geschafft. Ja, Gott sei Dank, einmal. Ja, ja. Kommst du gleich mit rein? Ja, sicher, bitte, sehr danke. Okay. Sehr schön hast du es da. Ja, also mal, Das ist unser ehemaliger Stadl. Also vor, vor 20 Jahren haben meine Eltern da noch Heu gelagert. Okay. Und in dem Raum, das ist unsere ehemalige Mühle, okay. Also meine Eltern, die haben damals alle zwei Wochen über 150 Kilo Brot gebacken. Ah, okay. Und war trotzdem so, dass es nicht wirtschaftlich war, die Landwirtschaft weiterzuführen. Mhm. Und ich bin also als Bauernsohn aufgewachsen, ja, und war dann schlagartig keiner mehr. Oh, und ja, habe aber gesagt, ich möchte, okay, wieder Bauer sein. Und na, schon. Wenn, dann muss es die Landwirtschaft von morgen sein und nicht die vergessen. Ah, und so bist du auf die Idee gekommen mit den Würmern. Genau, genau. Okay. In den Räumlichkeiten haben deine Eltern gearbeitet? Ja, sie haben es vor über 20 Jahren aufgegeben und ich habe es vor 6 Jahren wieder gestartet. Okay. Mit den Insekten, ja, und ist so, dass wir inzwischen europaweit zu, nicht zu den größten, aber zu den bekanntesten im, ja, im Lebensmittelinsektenbereich. Klar. Lebensmittelinsektenbereich. Und das ist der Grund, warum wir auch heute da sind, weil es gibt sicher nichts Spannenderes, als mal eine Alternative auszuprobieren. Und was ich so gehört habe, es gibt auch die Möglichkeit, das zu Hause vielleicht im kleinen Rahmen selbst zu machen. Genau, genau. Also und Insekten selbst zu züchten ist eine relativ einfache Geschichte. Das funktioniert im kleinen Stil sehr gut. Ja. Und man kann auch seine ganzen Lebensmittelreste und so weiter dadurch verwerten und wieder sehr hochwertiges Lebensmittel daraus herstellen. Weil vielleicht kriegen wir da noch einen Einblick von Andreas, wie das konkret funktioniert, damit ihr euch auch selbst versorgen könnt in Krisenzeiten oder einfach zum Nahrungsergänzungsmittel oder vielleicht sogar für die Haustiere, ne? Absolut. Oder ja, Hühner und so werden das ja auch. Genau, es ist ein extrem hochwertiges Lebensmittel, natürlich auch für Heimtiere, das heißt, die Hunde, Katzen fressen es extrem gern, Hühner auf jeden Fall, ja? Schweine, nur Schweine hat man sollten eher, ja, daheim. Ja, das stimmt. Na gut, und dann schauen wir uns mal an, die Räumlichkeiten, hast du da, genau, eine Tour? Genau, schauen wir, ja? Ein. Super, cool. Okay, sehr gut. Dann haben wir die Tomaten. Ja, okay, also man riecht schon, hier ist Leben in der Hütte. Motten fliegen auch herum. Genau, du wirst uns gleich erzählen, warum das so ist, ne? Genau, wir haben deswegen Motten, weil wir es einfach mit Futtermitteln mitkriegen. Motten hat man einfach überall im Grunde. Und bei uns in diesen Räumlichkeiten haben wir einfach die perfekten Voraussetzungen für unterschiedliche Insekten. Okay. Natürlich für den Mehlwurm, aber blöderweise auch für die Motte. Die Motte ist aber auch für sich jetzt kein großes Problem bei uns in der Produktion. Sie kommt einfach vor, wird aber vor der Ernte aussortiert. Ah, okay, okay. Und durch unterschiedliche Maßnahmen sind wir gerade dabei, dass wir die Mottenpopulation wieder einschränken. Ja, das gehört zum Business dazu, dass die Leute nicht glauben, das ist alles so einfach und dann schauen sie, ja, warum habe ich Motten? Ja. Okay. Erster Eindruck, oder? So was habt ihr noch nie gesehen, Leute, oder? Ich sag mal, wow. Also, ihr seid auf einer Wurmfarm, also von, genau, daher sehr speziell. Es ist so, dass wir verhältnismäßig klein von der Fläche sind. Es, ja, ist nämlich so, dass man Insekten extrem effizient züchten kann. Das heißt, wir haben auf ca. 65 Quadratmetern eine Tieranzahl von über 14 Millionen Stück. Das heißt, wenn wir in Vollproduktion sind, produzieren wir im Monat über 500 Kilo an Mehlwürmern. Dann direkt zum Insekt selbst. Es ist, ja, so, den Mehlwurm selbst, den gibt es eigentlich gar nicht. Okay, was? Es gibt wirklich nur die Larve des Mehlkäfers. Ah, okay. Der wesentliche, okay, Unterschied. Ja. Weil im Grunde, wenn zum Schluss ein Käfer rauskommt, ist davor immer eine Larve. Ja. Eine Larve ist kein Wurm, hat nämlich auch schon 6 Beine. Zum Beispiel. Eine Raupe, ja, wird zum Schluss ein Falter. Ja. Mehlmotte zum Beispiel oder, ja, ein wunderschöner Schmetterling, je, ja, nachdem, ist eigentlich alles das Gleiche. Und. Ja, ein Wurm bleibt immer ein Wurm. Ja, also im Prinzip, okay, wie ein Regenwurm. Ja. Und ja,
aus einer Made wird zum Schluss eine Fliege. Das ist wieder ein Unterschied. Also jeder kennt die Begriffe, aber keiner kommt zuordnen. Die wirkliche Differenzierung ist da schon schwieriger. Genau, so ist es. Also das ist mir klar. Ja. Also es ist nicht umsonst eine Wissenschaft und es macht auch nicht umsonst nicht jeder. Okay, sehr gut, schau. Und okay, das sind dann die verschiedenen Stadien, gell? Auch genau, dabei, gell? Da haben wir jetzt eigentlich alle Stadien drinnen. Der ausgewachsene Mehlwurm, der schaut so aus. Mhm. Die Puppe. So. Die Puppe, okay. Und dann haben wir zum Schluss den Käfer. Ah ja, das ist dann der Käfer. Genau, und der Mehlkäfer, das sind die Elterntiere. Ah, okay. Die legen uns dann wieder die Eier. Ah, okay, da haben wir gleich die drei Stadien, okay. Genau. Und was wird dann endprodukttechnisch rauskommen oder was ist rausgekommen? Ja? Also inzwischen haben wir eine relativ breite Produktpalette bei uns im Angebot. Angefangen hat das Ganze damit, dass wir die Mehlwürmer einfach mal geröstet und gesalzen haben. Okay. Also in der Form schmecken sie einfach nur noch Chips oder Popcorn. Die Röstwürmchen. Ja, genau. Genau. Die Verniedlichungsform, es war vor allem am Anfang ganz wichtig, dass man es sich positiv im Kopf behält. Und dadurch, dass wir einfach 60% Proteingehalt haben, ist der Geschmack des Mehlwurms geröstet relativ neutral. Also ich behaupte sogar unspektakulär. Ja. Ich habe sehr viele Kunden, die sind im ersten Moment fast etwas enttäuscht, weil sie sagen, okay, jetzt haben sie sich so viel darunter vorgestellt, sie haben sich so überwunden und dabei schmeckt es so unspektakulär. Ich finde auch, ja. Spannend ist ja eigentlich, wir assoziieren sie mal automatisch mit Südostasien. Okay. Eigentlich werden in Südamerika mindestens gleich viele Insekten gegessen. Oh, spannend, da war ich noch nicht. Ja. Mexiko, sehr zu empfehlen, in Mexiko werden über 350 unterschiedliche Insektenarten verzehrt. Wirklich? 350 verschiedene? Genau. Auf Platz 2 ist dann schon Thailand, werden da nur etwa 150 unterschiedliche Insekten verzehrt. Mhm. Na, dem müssen wir mal nachgehen. Ha? Was haltet ihr von Südamerika-Tour? Klingt noch ein Ausflug nach Südamerika. Ja, bist dabei. Irgendwann mal. Eine Kulturreise. Ja, Kulturreise. Ich lese da Chiliwürmchen. Genau, die Chiliwürmchen sind eine richtige Besonderheit. Wir haben nämlich festgestellt, dass Mehlwürmer nach dem schmecken, mit dem man es füttert. Wow, echt? Und dann haben wir uns überlegt, was passiert eigentlich, wenn man es mit Chili füttert. Die Befürchtung war, dass sie sterben, ehrlich gesagt. Weil wir haben wirklich scharfe Chili verwendet. Ja. Haben dann aber festgestellt, dass ihnen das gar nichts ausmacht. Okay. Im Nachhinein logisch, sie haben nämlich keine Schmerzrezeptoren. Ah, oh, okay, also spannend. Die schärfste Chili ist ihnen gleich recht wie eine Karotte. Okay. Aber was lustig war, dass sie dadurch wirklich den Geschmack annehmen und da scharf werden. Die werden wirklich scharf? Die Chiliwürmchen, die wurden ursprünglich nicht mit Chili gewürzt, sondern mit Chili gefüttert. Okay. Und dadurch haben sie den scharfen Geschmack angenommen. Okay, Leute, es wird Zeit für einen Selbsttest, würde ich sagen, oder? Absolut. Scharfe Chilis, das muss man ausprobieren. Ich bin schon gespannt. Wenn ich jetzt gleich losweine, gell, dann schneiden wir das raus. Okay, und los geht's. Ja. Schmeckt wie Chips. Absolut. Ja, und ich schmecke sogar raus. Ja. Es ist jetzt keine Todesschärfe, keine 100.000 Scoville, aber jetzt im Endeffekt, jetzt bräuchte ich noch eine richtige Netflix-Serie und dann wird's passen. Wenn man Dragé-Kekse mag, wird man diese lieben. Okay. Sind mit Zotterschokolade ummantelte, geröstete Mehlwürmer. Schmecken wie Dragé-Kekse, haben aber in dem Fall noch immer über 20% Proteingehalt. Okay. Okay. Sind mit heller und dunkler Schoko. Proteingehalt. Das sind, ihr wisst sie, Gains. Alles für die Gains. Okay. Schokowürmchen. Kann ich verschicken? Ja. Die dunklen sind mit Bitterschokolade und die hellen sind mit Milchschoko. Und was sagst du? Nein, nur nach Schokolade. Schmeckt nach Schokolade, gell? Gar nicht nach Würmer. Gar nicht nach Würmer? Nein. Sicher, kost noch ein. Ich kost auch noch. Man sagt ja immer, Kinder sind die ehrlichsten und das ist auch so. Also mein Sohn würde es nicht essen, wenn es nicht gut wäre. Also von daher, mir schmeckt es auch. Und die Zotter-Schokolade, ich weiß nicht, ob Sie es kennt, aber Zotter ist ein Markenname in Österreich für super tolle Schokolade, der auch ökonomisch dahinter ist, dass die Schokolade Fair Trade ist, sich bemüht,
dass wirklich von der Kakaobohne bis zum letztendlich fertigen Produkt, dass ja alles passt. Und wenn der Kooperation macht mit den Prime Insects, dann ist das toll und dann ist das fair und dann ist das ökonomisch. Und das ist ein weiterer Grund, warum ich heute da bin, weil ich da in die Welt ein bisschen mehr eintauchen wollte und ich bin wirklich froh, dass du uns eingeladen hast. Danke. Sehr gerne, schön, dass du da seid. Da haben wir zum Beispiel Milchschokolade mit Honigcreme und dunkle Schokolade mit Nougatcreme und ein Müsliriegel. 40 Gramm hat er und davon 12% Eiweiß. Also sehr gut und auch fürs Training nicht schlecht. Okay Leute, auch für solche Situationen der Leatherman am Start, ihr kennt ihn. Und jetzt werden wir da mal ein Stück herunterschneiden. Jawohl. Mach du auch ein Stück, bitte schön, für die Kamerafrau. Da los, ganz normale Schokolade. Da schmeckt man nichts von wegen irgendein Special. Ja, und das war auch der Anspruch. Es soll nichts Außergewöhnliches, Extravagantes sein. Es soll normales, bodenständiges Lebensmittel sein. Ja. Mit dem Wissen, dass man einfach hochwertige tierische Nährstoffe mit drinnen hat. Ja. Und der neueste Schritt ist eigentlich, weil es erst seit Mai letzten Jahres zulässig ist, dass wir Insekten auch zerkleinern und verarbeiten dürfen. Mhm. Das war vorher nicht möglich. Und jetzt haben wir als erstes Produkt einmal eine Backmischung für Protein. Ganz simple Mischung, einfach ein Viertel Liter Wasser dazugeben, das Ganze kurz backen. Und dann hat man ein sehr gutes Jausenkrustenbrot mit über 30% Proteingehalt. Und ich habe gesehen, du hast ja noch was am Start, da steht Mehlwurmdünger. Genau, es ist kein Dünger für Mehlwürmer oder aus Mehlwürmern, das ist der Kot der Mehlwürmer, der Mehlwurmmist. Und wir haben festgestellt, dass es ein extrem hochwertiger Dünger ist. Und nachdem wir der erste Bio-Insektenzüchter Europas sind, ist es auch der einzige Bio-Insektendünger am Markt, den es gibt. Und zusätzlich enthalten es Chitin-Mikropartikel, also von den Insektenhäuten. Ja. Und die wirken ähnlich wie Impfung für die Pflanze. Oh, sehr gut. Also gegen Insekten und Pilze werden sie dadurch wesentlich resistenter. Und das ist also alles, was Selbstversorgung betrifft. Wenn ihr eure Pflanzen schützen wollt draußen, probiert das mal aus. Und die ganzen Produkte, die ihr hier am Start habt, von der Selbstversorgung bis dort hinaus, ihr könnt auch mit meinem Rabattcode Wildbär 10% sparen. Kauft es ein, probiert es mal aus. Ich bin überzeugt davon, deswegen bin ich heute da. Okay, jetzt interessiert uns aber schon noch, wie kann man sowas selbst zu Hause im kleinen Rahmen am besten herstellen? Wenn man wirklich von Null weg starten möchte, der schnellste Weg ist, indem man sich einfach ein Viertel Kilo Mehlwürmer aus einer Zoohandlung besorgt. Okay. Meine Empfehlung ist, ich würde diese aber nicht direkt essen. Ja. Weil Mehlwürmer lagern Chemikalien und Schwermetalle am Körper an. Und im Futtermittelbereich ist das nicht von hoher Relevanz, im Lebensmittelbereich würde ich aber sehr darauf achten. Das ist der Unterschied, deswegen sind wir da. Danach ist es so, dass man zumindest die nächste Generation kann man dann verzehren. Okay. Das heißt, man nimmt diese Mehlwürmer und bringt sie in einen möglichst warmen Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit. Okay. Es ist auch Raumtemperatur okay, aber je kühler es ist, desto länger dauert das Ganze. Ah. Okay. Wenn man es jetzt daheim betreiben möchte, dann empfehle ich die Mehlwürmer in einer Tupper-Schüssel, in einer Kunststoffschüssel reinzugeben, den Deckel offen lassen und versuchen, die Luftfeuchtigkeit möglichst hoch zu halten. Wenn das nicht möglich oder schwer möglich ist, dann sollte man unbedingt regelmäßig Obst oder Gemüse reingeben. Sie fressen sehr fleißig, man sieht das dann eh. Alles, was sie in ein bis zwei Tagen fressen können, ist genau die richtige Menge. Okay, also wenn ich jetzt ein Stück Apfel reingebe und in zwei Tagen ist das weg, war das die richtige Menge? Genau. Okay, ja. Was dann noch wichtig ist, als Grundsubstrat irgendein Getreideprodukt. Ah, also okay. Sei es Mehl, wir verwenden Weizenkleie, können aber auch Haferflocken sein. Haferflocken, okay. Haferflocken und die kriegt man schnell genau. In jedem Geschäft. Ja. Ab einem gewissen Zeitpunkt beginnen sich die Larven dann zu verpuppen, okay. Dann sollte man sie separieren. Das heißt, man nimmt einfach die Puppen raus und gibt sie in ein extra Gefäß. Okay. Das Puppenstadium, je nach Temperatur, dauert dann ein bis zwei Wochen und dann schlüpft aus dieser Puppe ein Käfer. Mhm. Die Käfer sollte man von den Puppen dann wieder separieren. Okay.
Und die Käfer sind am Anfang ganz hell und weiß, dauert dann einige Stunden bis ein, zwei Tage, wieder vom Klima abhängig, bis sie nachdunkeln, der Panzer aushärtet. Ja. Und sobald sie schwarz sind, sind sie geschlechtsreif, fangen auch sofort an mit der Paarung und damit Eier zu legen. Okay. Das heißt, sie fangen direkt an Eier zu legen, pro Käferbärchen etwa 250 Eier. Und das bedeutet dann eigentlich, ab dem Zeitpunkt habe ich die sauberen Mehlwürmer, die Generation, die ich auch rösten und salzen kann. Genau. Okay. Die Eier selbst, da werden die meisten etwas nervös, die Eier selbst sind nämlich durchsichtig, unter Millimeter groß und klebrig. Das heißt, die haften dann am Futtersubstrat, wo die Käfer die Eier reingelegt haben. Ja. Nicht nervös werden, einfach warten, es dauert ein bis zwei Wochen, dann wird man die ersten Mikrolarven sehen. Und das bedeutet im Endeffekt ein Monat, bis ich den Käfer habe? In etwa, je nachdem wie alt die Larven sind, was man gekauft hat, ja, aber gehen wir von einem Monat aus. Und wenn man dann das erste Mal die eigenen Larven erntet, ist es wichtig, sie zuerst 24 Stunden auf Diät zu setzen. Ja. So, dass sich der komplette Verdauungstrakt entleeren kann und dann die Tötung durch Einfrieren. Das heißt, einfach ins Gefrierfach geben, dann verfallen sie in einen künstlichen Winterschlaf und ab einem gewissen Zeitpunkt erwachen sie aus diesem Winterschlaf auch nicht mehr. Okay. Und wie lange dauert das dann circa bis die... 24 Stunden bei minus 18 bis 20 Grad und dann erwachen sie auch nicht mehr aus dem Winterschlaf. Spannend. Leute, das Geheimnis soweit gelüftet und wir danken dir vielmals. Also danke, sehr dass gern. Wir das geschafft haben, weil das ist wirklich spannend für einige von uns und das werden wir versuchen. Leute, ich sage euch, ich werde es versuchen. Mal schauen, ob wir es hinkriegen, aber das ist für eine andere Folge. Mit deinem Know-how soll es eigentlich klappen. Ich lasse dich sicher wissen und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Und bis dahin, stay wild, Leute.